Wir haben schon viele Dinge viel, viel besser gemacht, auch in der Vergangenheit. Klar waren wir jetzt aus der Pause raus, aus der kalten heraus. Wir waren wirklich sehr, sehr gut drin und wir waren auch gut darauf eingestellt. Trotzdem hat uns ja so ein paar Dinge haben uns halt noch nicht so gepasst oder sind so nicht so gut ineinander übergegangen. Wir waren ein bisschen zu statisch, wir sind zu wenig rotiert, haben zu wenig Intensität dann auch in unserem Spiel gehabt. Die Jungs wollten schon und waren auch, wie gesagt, voll drin, aber da müssen wir dran ansetzen, dass wir wieder die Intensität und dass wir vor allem auch die, die Rotation und die Laufbewegungen reinkriegen, um Dinge aufzureißen. Das müssen wir besser machen und natürlich müssen wir besser Konter ausspielen, weil die Konterchancen, die wir in diesem Spiel hatten, es war schon gegen Schalke so, und da geht es darum, den letzten entscheidenden Ball zu spielen, und den haben wir einfach schlecht gespielt oder haben ihn zu weit vorgelegt und das war so ein bisschen das Problem und da müssen wir dran arbeiten. Ja, dass wir wirklich viel Energie drin haben, auch in der Mannschaft, dass wir wirklich einen guten Teamgeist haben, dass wir das einfach auf den Platz kriegen und das wollen wir am Dienstag im Pokal zeigen. Darauf freuen wir uns und das andere können wir eh nicht zurückholen, sondern wir gucken nach vorne. Ja, wir spielen jetzt erst am Dienstag, alles andere ist jetzt noch nicht unser Fokus, sondern wir konzentrieren uns nur auf den Dienstag. Wir wollen gerne im Pokal eine Runde weiterkommen. Die Jungs haben ja auch schon gezeigt, dass sie den Pokal sehr, sehr gerne haben. Ja, gerade das, was wir dann auch in Nürnberg erlebt haben, das war ein tolles Erlebnis und die Erlebnisse brauchen wir einfach, um uns weiterzuentwickeln und da brauchen wir einfach so Dinge dann auch gegen einen guten Gegner, gegen einen sehr guten Gegner, der immer aktiv ist, der auch viel Fußball spielen will, der aggressiv verteidigt. Ja, so daraus können wir lernen, das, was wir vielleicht am Freitag noch nicht gut gemacht haben oder nicht ganz so gut gemacht haben, das jetzt besser zu machen, da besser in unsere Abläufe zu kommen, gegen noch besseren Gegner. Und darauf freuen wir uns und dann müssen wir es einfach wieder unter Beweis stellen und zeigen. Unsere Abläufe sind immer die gleichen. Also wir verteidigen gut, wir haben viel den Ball und deswegen wollen wir das auch in Köln so haben. Wir wollen viel den Ball haben, weil nur dann kann man den Gegner stressen, wenn man dann auch souverän auftritt. Und das sind wir und so wollen wir auch rüberkommen. Und deswegen wollen wir das machen, natürlich immer. Ja, im Ansatz, dass wir den Gegner natürlich beobachten und dass wir den Gegner analysieren, das ist auch ganz normal. Aber so wie der eine vielleicht nicht ganz so von seinem Plan abkommt, werden wir auch an unserem Plan festhalten. Wir werden ihn nur verbessern wollen. Und da, was wir am Freitag noch nicht gut gemacht haben oder nicht ganz so gut gemacht haben, daran arbeiten wir weiter und es ist genau das gleiche Spiel.